Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Train Simulator 2019 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Nach knapp 3 Wochen Pause geht es auch in diesem Spiel weiter. Wir sind heute im Train Simulator 2019 German Edition unterwegs und der oder andere von euch fragt sich vielleicht, wo liegt denn der Unterschied zwischen der Standard-Edition und der German Edition? Ganz einfach erklärt, die German Edition vom Train Simulator 2019 kostet auf Steam knapp 10 Euro mehr und sie beinhaltet dafür eine zusätzliche deutsche Strecke neben den bereits bekannten Strecken. Bei dieser Strecke handelt es sich um die Wutachtalbahn, eine Strecke in Süddeutschland, und die Wutachtalbahn ist halt ein gut gelungener Gegensatz zur bereits enthaltenen Strecke Frankfurt-Karlsruhe, die ja auch bei der Standard-Edition enthalten ist. Warum? Das werdet ihr im Verlauf dieses Videos sehen. Wir spielen eines der mitgelieferten Karriereszenarien, nämlich das Szenario Unterdampf Teil 1. Guten Morgen, Lokführer, willkommen bei der Wutachtalbahn. Sie übernehmen die Baureihe 86 hier. Von Immendingen aus halten an jedem Bahnhof und fahren bis zum Bahnhof Fützen, wo Teil 1 abschließt. Bitte lassen Sie die Fahrgäste hier zusteigen, bevor sie abfahren. Dann werden wir dies tun, und wie der ein oder andere vielleicht am Führerstand erkennt, wir sind mit einer Dampflok unterwegs, die Baureihe 86, eine Dampflok der Deutschen Reichsbahn bzw. Deutschen Bundesbahn. Gebaut wurde die Lokomotive bis 1943. Denn bei der Wutachtalbahn handelt es sich um eine sogenannte Museumsbahn. Die Strecke führt uns hier von Immendingen aus bis nach Lauchringen und ist knapp 61 Kilometer lang. Es werden hier auch historische Personenwagen mitgeliefert, die sogenannten Donnerbüchsen. Und ja, Personenwagen der dritten Klasse. Diese haben auch eine Innenansicht, wie ihr seht, und sind doch recht gut detailliert. Entwickler der Strecke ist Dovetail Games aus Großbritannien. So, das Einzige, was man ja sagen muss, die Wagen wurden wahrscheinlich rekonstruiert, aber sie sind halt, glaube ich, nicht original wiedergegeben, denn soweit ich weiß, war damals das Reisen in der dritten Klasse in der Regel auf Holzbänken, aber wahrscheinlich wollte man das den Gästen hier nicht zumuten und deswegen hat man halt die Sitze dann doch etwas gepolstert und sogar nummeriert. So. In einer guten Minute sollen wir losfahren. Ich habe hier auch den automatischen Heizer eingeschalten. Der sorgt dafür, dass wir immer einen konstanten Druck in unserem Kessel haben und indem er einfach den Zug kontinuierlich mit Kohle versorgt. Wir könnten natürlich, wenn wir das wollen, auch selber heizen. Wir können ja auch hin und her springen, denn wir brauchen das. Wir haben halt hier nicht so den Überblick, wie das jetzt in einer E-Lok oder Diesel-Lok ist. Und ja, der Schwerpunkt bei der Wutachtalbahn liegt auch darauf, dass es eine Museumsbahn ist. Denn in der Realität sieht das mit dem Zugverkehr hier etwas anders aus. Es gibt hier Szenarien, die immer über die komplette Strecke führen. In der Realität fährt aber die Museumsbahn nicht über die komplette Strecke, sondern nur einen auf dem mittleren Streckenabschnitt. Doch dazu gleich mehr. Wir können jetzt gleich abfahren. Und zwar genau jetzt. Da pfeifen wir einmal, lösen die Bremse, setzen den Richtungswender ganz nach vorn, also auf 80. Und dann setzen wir uns mit unserem Zug in Bewegung in Richtung Süden. Ja, wen diese Städte überhaupt nichts sagen, Immendingen, Lauchringen. Immendingen liegt an der Schwarzwaldbahn. Wir befinden uns hier etwa 130 Kilometer südlich von Stuttgart im Bundesland Baden-Württemberg. Die Strecke selber führt uns jetzt immer weiter nach Süden, entlang der deutsch-schweizerischen Grenze durch den Naturschutzpark Südschwarzwald. So, jetzt haben wir uns schon mal in Bewegung gesetzt mit unserer Lokomotive. Man sollte hier möglichst in die Außenansicht gehen. Soweit ich das mal gesehen habe, machen das in der Realität die Lokführer auch von Dampflokomotiven. Ja, die Tastenkombination für die Außenansicht, das ist Umschalt und die Taste 2, also Shift plus 2. Ich musste selber auf Wikipedia gucken, denn im aktuellen Handbuch zum Train Simulator 2019 habe ich diese Tastenkombination nicht finden können. Wir haben hier auch die Möglichkeit, mit PZB zu fahren. Allerdings werden wir das heute in dem Fall nicht tun, denn ich glaube, soweit mir das mal jemand damals geschrieben hat, bis zu 50 km/h darf auch ohne PZB gefahren werden, und auf der eigentlichen Strecke sind wir ohnehin mit oftmals sogar langsamer als 50 Stundenkilometer, und das wäre auch mit diesen Ansichten etwas schwierig, da den Überblick zu haben. Habt dafür bitte Verständnis. So,
Jetzt fahren wir erstmal weiter in Richtung Hintschingen, wo dann schließlich die Wudachtalbahn abzweigt. So, und ihr seht, ich muss den Richtungswender auch etwas zurücknehmen, damit unser Zug auch wirklich weiter beschleunigt. Denn das Fahren der Dampflokomotiven ist jetzt hier im Transimulator auch schon etwas schwieriger als das Fahren jetzt einer E-Lok oder einer Diesel-Lok. Ja, vielleicht nochmal ein paar Informationen zur Strecke, während wir jetzt hier den Bahnhof von Hintschingen durchfahren. Die Strecke selbst wurde im Jahr 1890 eröffnet. Der Bau hat sich schon über knapp 10-15 Jahre hingezogen. Die Strecke hatte vor allem strategische Bedeutung. Man hat einfach befürchtet, falls es wieder mal zum deutsch-französischen Krieg kommt, den es ja zuletzt zwischen 1870 und 1871 gab, hat man damals befürchtet, falls es wieder dazu kommt, wollte man halt die Möglichkeit haben, dass man Truppen und schweres Gerät eben möglichst schnell zur französischen Grenze transportieren kann, ohne dass man durch die Schweiz fahren muss. Das durfte man nicht aufgrund eines Vertrages, und deswegen hat man halt dann auch diese Strecke gebaut. Und das hatte natürlich den Nachteil, dass man eben die Brücken entsprechend auch bauen musste, also einfach stärkere Brücken bauen musste, die eben auch solche schweren Transporte aushalten. Diese militärische Bedeutung, die hielt noch, die gab es noch bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Strecke wurde sogar auf Kosten der NATO nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal saniert, aber danach verlor sie allmählich an ihrer Bedeutung, denn da gab es dann auch Wege, wie man militärische Transporte schneller machen kann. Rentabel war die Strecke nie. Sowohl Personenverkehr hat sich nie wirklich gelohnt, und Güterverkehr gab es, aber auch nur im geringen Ausmaß. Das hat auch was damit zu tun mit den Steigungen und so weiter und so fort, die es eben auch auf dieser Strecke gibt. Der nächste Bahnhof ist übrigens Geisingenhausen. Und hier kommt schon unsere erste Zone, wo wir auch die Geschwindigkeit etwas reduzieren müssen, nämlich auf die Geschwindigkeit von 50 km/h am ersten Signal. So, das wäre jetzt quittierpflichtig beispielsweise gewesen. Das wollen wir jetzt erstmal am Rand erwähnen. So, man muss die Bremsen auch, ihr seht es ja selber hier, die Bremse rechtzeitig auslösen, damit man nicht komplett wieder zum Stehen kommt mit dem Zug. Ihr könnt ja den Zug auch mal vorbeischnaufen lassen. Die Baureihe 86 ist auch als einzelnes DLC erhältlich, wenn ihr euch nur für die Lok interessiert. Und wenn ihr jetzt nun schon die Standard-Edition vom Transimulator 2019 gekauft habt, dann könnt ihr die Wudachtalbahn natürlich auch als DLC dazu kaufen. Aber wenn ihr jetzt vor der Wahl steht, was soll ich mir kaufen, German Edition oder Standard? Die German Edition enthält alle Inhalte der Standard-Edition plus halt eine diese deutsche Strecke. Und ja, man sollte natürlich so ein bisschen vielleicht auf Nostalgie, so ein bisschen was mit Nostalgie anfangen können, denn der Dampfzug ist das einzige an Fahrzeugen, was hier mitgeliefert wird auf dieser Strecke. Denn in der Realität verkehren ja auch moderne Züge, zumindest in dem Nordabschnitt zwischen Emmendingen und Blumberg-Zollhaus, wie im Süden zwischen Weizen und Lauchringen. Diese werden hier nicht mitgeliefert. Hier liegt der Schwerpunkt klar auf der Museumsbahn und auf das Fahren von Dampfzügen. So, jetzt können wir sogar wieder auf die 60 Stundenkilometer beschleunigen. Die Strecke selbst ist aber landschaftlich meiner Meinung nach sehr schön. Ich habe sie euch, glaube ich, damals 2017 mal kurz nach dem Release vorgestellt, nachdem sie veröffentlicht wurde. Sie hat viele Tunnel, sie hat auch sehr viele schöne Brücken. Und ja, aktuell ist es wie gesagt so, dass es zwischen Emmendingen und Blumberg-Zollhaus stündlich Nahverkehr gibt. Das gehört zu diesem sogenannten Ringzugkonzept von der Hochschwarzwaldbahn. Der mittlere Abschnitt wird mit dieser Museumsbahn bedient. Die Museumsbahn besitzt eine Baureihe 86 sowie eine Baureihe 86. Dann besitzt diese Museumsbahn zusätzlich noch eine Lokomotive der Baureihe 50 und eine Baureihe 52. So, wir fahren jetzt ein in den Bahnhof Geisingenhausen, und da müssen wir uns so langsam auf das Anbremsen vorbereiten. Aber das, ich muss euch jetzt eins noch dazu sagen, ich fahre ja selbst sehr, 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 sehr selten mit Dampflokomotiven in diesem Spiel. Von daher seht es mir nach, wenn wir uns jetzt hier mal als einige Male verbremsen werden. Denn ich bin wirklich sehr, sehr selten mit Dampflokomotiven hier in dem Spiel unterwegs. Und ihr seht, ich habe zu früh gebremst. Die Bahnsteige, aber muss man dazu sagen, sind ohnehin hier viel zu kurz.
für einen Dampfsonderzug. Ja, die Museumsbahn auf dem mittleren Abschnitt, die verkehrt von Mai bis Oktober regelmäßig an den Wochenenden. Und es ist sogar möglich, über die komplette Wutachtalbahn zu fahren. Allerdings muss man dann zweimal umsteigen. Einmal fährt man mit dem Nahverkehrszug von Immendingen nach Blumberg, dann geht es mit der Museumsbahn nach Weizen und dort geht es mit dem Zugbringer bzw. Schülerzügen dann von Weizen bis nach Lauchringen. Ja, also der Nordbereich wird halt noch regelmäßig bedient. Im Südbereich Lauchringen-Weizen gibt es halt vor allem Schülerverkehr und am Wochenende Zugbringerverkehr zu den Museumsbahnen. Und der mittlere Abschnitt wird halt nur durch die Museumsbahn bedient. Eigentümer ist ja mittlerweile die Stadt Blumberg, die das Ganze gekauft hat, weil der Verein alleine das nicht mehr bewerkstelligen konnte. Es ist ja auch eine sehr teure Geschichte, so eine Museumsbahn zu betreiben. Das ist wirklich schwierig, da die Gelder dann dafür zu bekommen. So, jetzt setzen wir uns in Bewegung. Der nächste Halt ist dann Geisingen-Leipferdingen. An diesem Bahnhof endet der Großteil der Regionalzüge. Man hat natürlich grundsätzlich schon den Gedanken, die Strecke hier selbst mit halbstündlich zu bedienen. Allerdings ist das aufgrund fehlender Kreuzungsmöglichkeiten leider bislang noch nicht möglich. Die Strecke selber war jetzt im letzten Jahr 2018 teilweise auch gesperrt und da viele Schäden entdeckt wurden, die erstmal korrigiert werden mussten. Es gab sogar zeitweise ein Verbot für die Museumsbahn, aber das wurde mittlerweile, ich glaube, da hat dann die Bahnverwaltung und so weiter auch Einspruch erhoben und dem wurde, meine ich, sogar mittlerweile stattgegeben. So, nächster Halt, da sollen wir jetzt sollten wir schon dort sein, also ja, wer auch immer diese Fahrpläne gemacht hat, ich kann es nur immer wieder sagen. So, jetzt werden wir schon mal die Bremse wieder anlegen, um dann an diesem Bahnhof zu halten. So, ich glaube, ich bremse gerade schon wieder zu früh. Ich glaube, ich habe das Szenario schon mal gespielt, konnte das dann leider zum damaligen Zeitpunkt nicht erfolgreich abschließen. Ich hoffe, wir kriegen es. Also hier kriegen wir definitiv Minuspunkte. Aber unser Zug ist lang. Also wenn die Lok mal nicht am Bahnsteig steht, ist das alles halb so schlimm. Und ihr seht, die Bahnsteige selber sind ja auch dafür gebaut, dass man hier mit moderneren Zügen halten kann. Moderne Züge. Es verkehrt ja überwiegend der Regio Shuttle im Nordabschnitt. Da gibt es einen sehr schönen von Quiztrains beispielsweise, mit dem man diesen Verkehr hier auf der Strecke übernehmen kann. Dann schauen wir uns nochmal die Dampflokomotive an. So. Und ihr seht, zumindest ein Teil des Zuges muss am Bahnsteig stehen bleiben. Und ja, mal schauen, wie das jetzt hier aussieht. Ob wir jetzt Plus- oder Minuspunkte kriegen. Denn die Minuspunkte, ihr wisst es ja selber, die sind ja sehr, 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 sehr böse. Wenn man hier irgendwo zu spät einfach ankommt, werden es ja gleich sehen. Nein, wir kriegen sogar noch Pluspunkte. So, ich muss hier immer mit der Kamera ein bisschen hantieren, sorry an der Stelle dafür. Ich hoffe das ja auch nicht, dass ich das immer so schnell mache. Man muss ja auch sehr auf dem Radschlupf aufpassen. Wir dürfen jetzt sogar bis zu 80 Stundenkilometer hier auf der Strecke fahren. So, der nächste Halt ist dann Geisingen, Aufhingen, Bahnsteig. Bahnsteig heißt dann konkret die Markierung. Ja, was ist denn eure Meinung zur Strecke? Schreibt das mal in die Kommentare. Wie gesagt, weil ich am Anfang des Videos erwähnt habe, so der krasse Gegensatz halt zur Strecke Frankfurt-Karlsruhe. Ich meine, klar, beide Strecken führen nach Baden-Württemberg. Allerdings, wie gesagt, bei der Strecke Frankfurt-Karlsruhe, da geht es ja vor allem darum, Hochgeschwindigkeitszug, moderne Züge, schnell fahren mit modernen Zugsicherungssystemen, sowas wie LZB. Und hier, das ist halt der krasse Gegensatz. Das ist Nostalgie, alte Züge, Dampfloks. Also wer wirklich diese Mischung haben möchte, eine historische Strecke und eine moderne Strecke, der sollte sich vielleicht die German Edition kaufen. Aber wer sagt, na, ich will lieber ICE fahren und Dampfloks und sowas, da kannst du mich mal, interessiert mich überhaupt nicht. Der ist auch mit der Standard-Edition vom Schwein-Simulator ganz gut bedient.
verdient. An der Stelle sei aber noch erwähnt, es gibt natürlich auch eine UK Edition und eine USA Edition. Bei der USA Edition ist noch eine zusätzliche amerikanische Bahnstrecke enthalten und bei der UK Edition gibt es eine zusätzliche Strecke aus Großbritannien. Die britische Strecke ist, glaube ich, auch eine historische Strecke, die im Norden Englands spielt. Und die amerikanische Strecke ist eine Strecke der Gegenwart. Da geht es um die Strecke im Raum Miami, die uns halt in das sonnige Florida anführt. Das ist halt dann auch primär der Verkehr auf Amtrak gelegt. So, jetzt haben wir mal ein bisschen. Mal ein bisschen hier auf Tempo gebracht, dann müssen wir auf Tempo bringen hier. Jetzt sollten wir schon lange in Geisingen Aufhingen sein. Also, und da werden wir dann auch den Cut machen an diesem Bahnhof. Und denn diese Fahrt hier wird sich wahrscheinlich so ein bisschen über drei Parts schätzungsweise hinziehen. So, aber jetzt klappt es allmählich. Wir müssen jetzt echt schon in den Service gehen, das ist eigentlich fast schon wieder ein bisschen spät. Schalten wir doch den Sandstreuer ein. Das war, glaube ich, ein bisschen zu spät, aber solange irgendwie ein Teil des Zuges jetzt hier noch am Bahnsteig bleibt, haben wir den Bahnhof natürlich bedient. Aber, na, es könnte gerade noch klappen. Wisst ihr, ich mache jetzt hier die Notbremse rein, die aber natürlich für Minuspunkte sorgen kann. Aber noch sind Teile des Zuges. Das können wir noch schaffen. Tun natürlich die Fahrgäste leid, die wollen eine angenehme Fahrt mit einem Dampfzug haben und jetzt machen sie hier eine Notbremsung mit. So, die Frage ist, zählt der letzte Wagen hier noch? Also, ihr seht mal, wie natürlich geht's nicht. Das war gerade meine Hand, die auf den Tisch geschlagen hat. Es ist zum Kotzen. Obwohl ja, ihr seht's ja selber, der letzte Wagen noch am Bahnsteig steht. So, jetzt müssen wir noch rückwärts rollen. Na komm, jetzt roll aber auch los, mein lieber Zug. Jetzt roll los. So, super. Und hier fangen wir uns natürlich jetzt die ersten Minuspunkte ein. Brauchen wir gar nicht mehr zu diskutieren. So, okay, dann verabschiede ich mich heute mit den ersten Minuspunkten hier aus diesem wunderschönen Ort. Eindeutig mein Fahrfehler gewesen. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein, euer Felix, der Weise.